glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif. Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht Assassinen. Idioten! Alles ab! Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Unten bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Check das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Die Augen von dem... Sie sind wohl, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Okay. Sehe ich den da hinten? Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Ich möchte ihn hier ansehen. Ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Dann gucken wir mal. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig. Und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen sie ihre Entermesser, polieren sie ihr Holzbein und segeln sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Okay. Wir sollen zurück zum Animus. Und, naja, was jetzt? Sag was, Idiot, sieh in das Licht. Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? Hallo? Entschuldige, mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca, meine Komplizin. Hallo? Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen, ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit.
Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen und dafür schäme ich mich nicht. Wir ergriffen sie. Nur wussten wir leider nicht, dass er dich dafür eingespannt hatte, als Sündenbock, falls es schief geht. Ich schätze, es hat ja doch noch alles super geklappt. Größtenteils, jedenfalls. Was Sean eigentlich sagen will, ist, wenn du weiter für uns hacken willst, sag Bescheid. John hat die Sicherheitsfreigabe Stufe 3 gegeben, bevor er starb. Das solltest du nutzen. Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen wie die Templer. Aber es wird sich trotzdem lohnen. Ah, sieh mal, wir sollten uns kurz fassen, Bex. 20 Sekunden. Ah, richtig. Viel Glück. Mach's gut. Echt gute Arbeit. Echt gut. Klopf dir auf die Schulter. Und frohes Hacken. Sicherheitsstufe 3? Ich würde sagen, wir versuchen mal was zu hacken. Funktioniert das hier mit den Rechnern auch? WASD? Nein, mit den Pfeiltasten. Und dann einmal diese Kugel hier sicher rüberbringen. Ah, zu früh. Zu früh. Zu früh. Zu früh! Zu spät! Zu früh! Und was gab es dafür? Okay. Ich hoffe, das Ding ist an. Ich glaube, ich habe das Handy noch nie benutzt, um etwas aufzunehmen. Ah, hey, Dad. Also, wir sind alle hier in New York, in diesem Hotel. Queens, genauer gesagt, in Astoria, nahe der NQ. Rebecca besorgt gerade Batterien für irgendwas und Sean ist in seinem Zimmer. Keine Ahnung, was er macht. Du, ja, du holst uns was zu essen und ich... Tja, ich soll mich darauf vorbereiten, in ein paar Büros im Bankenviertel einzubrechen. Fühlt sich fast an wie einer deiner Trainingsdrills. 10 Jahre vergehen und dann tauchst du auf und es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Und wir fangen gleich wieder an mit den Verschwörungen und der Paranoia. Nur, dass ich dir diesmal glaube. Ich glaube jedes Wort. Mehr noch. Ich glaube, du weißt nicht einmal die Hälfte. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe. Wie viel ich in wenigen Wochen gelernt habe. Alles, ehrlich. Es fühlt sich an, als hätte ich 1000 Jahre gelebt. Oder 10.000 vielleicht. Es ist unmöglich zu erklären, aber wenn man so viel von der Welt sieht, durch so viele Augen, kann man nur traurig werden. All diese unglaublichen, intelligenten Leute, die immer wieder dieselbe Schlacht schlagen und dieselben Fehler machen. Weil Kultur und Wissen und Geschichte, all diese Sachen werden nicht genetisch weitergegeben. Jedes Kind auf der Erde muss die Grundlagen von Neuem erlernen. Wie man lebt, wie man überlebt, wie man sich erhebt für die richtigen Dinge. Aber so viel geht bei dem Transfer verloren. So viel wird in jeder Generation hinzugefügt. Es ist eine Schande.
Alles muss immer wieder neu erlernt werden. Ich traf Clay, Dad. Clay Kaczmarek im Animus. Ich kannte ihn unter seinem Abstergo-Decknamen, Subjekt 16. Mein Vorgänger. Und er zeigte mir Dinge. Er gab sie mir weiter. Kurz bevor er starb. Oder gelöscht wurde, oder was auch immer. Alles, was er gelernt und was er gesehen hat. Gott, wie soll ich darüber reden? Also, ich schätze, du hast ihn trainiert, oder? Nachdem ich weg war. Er hat zu dir aufgesehen. Und nun, da ich dich mit seinen Augen sah, verstehe ich auch warum. Ich bin froh, dass du ihn hattest, als ich fort war. Aber was er mir gezeigt hat, unglaubliche Sachen. Und ich hätte nie... Scheiße. Es geht gleich weiter. Jetzt möchte ich noch einen von den Rechnern hacken. Der ist rot. Der ist grün. Probieren wir es hier auch mal. Mist. Zu langsam. Okay, also bei dem letzten sollte ich in der Mitte in etwa sein. Und da sind wir auch drin. Ein Bild. Das sind Sachen aus den alten Assassin's Creed-Teilen. Und Katze. Hacken wir den hier auch noch. Zumindest ist der Raum dann durch. Geht ja eigentlich relativ zügig, wenn man es mal dann kann.
Okay, das werde ich nicht alles vorlesen. Sicherheitsstufe 3. Großer Rechner. Das sind echt viele Festplatten. Hacken wir den mal. Das sieht okay aus. Ach, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt sind wir zu hoch, jetzt müssen wir wieder runter. Passt! Remote Hacking initiieren. Mist. Okay, das geht jetzt deutlich schneller und hat auch mehr von diesen sich bewegenden. Teilen drin. Mist. Komme ich eigentlich unten wieder raus, wenn ich oben verschwinde? Okay. Dann ist das doch einfach. Und ich mache mir Sorgen, dass ich die ganze Zeit hier den Punkt verliere, wenn ich unten oder oben gegenstoße. Durch. Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens, die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein. Und es war Assassin's Creed 3.
Also wir haben 8 von 33 PCs gehackt. Haben eigentlich einige Statuen dazu bekommen. Aber ich würde auch langsam mal sagen, dass es für die Aufnahme mal wieder gewesen sein soll. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht ein paar Rechner hier noch in dem Raum hacken. Sind ja auch noch 4. Vielleicht geht es auch mit der Story weiter oder Side Story, Nebenquest, wie auch immer. Aber ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye!